Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und heute mal zu etwas, worauf sehr viele schon gewartet haben. Ja, ne? Ihr habt seit mehreren Monaten immer wieder sehnsüchtig danach gefragt, wann denn endlich der Diss-Track gegen Revi kommt. Gegen Rewe. Und heute ist es endlich soweit. Hier hinter uns seht ihr das Musikstudio. Wir werden heute den Diss-Track aufnehmen, werden euch dabei ein bisschen mitnehmen, so Making-of. Mäßig und haben dafür natürlich noch einen Special Guest eingeladen, weil wir alle wissen, wurden nicht nur wir gedisst, sondern auch Lukas. Und deswegen haben wir uns gedacht, es wäre doch geil, wenn Lukas was geht ab, auch Leute? Eine Zeile im Diss-Track. Oh shit. Freust du dich? Ich bin übelst gehalten, Mann. Ich auch. Ich glaube, es wird krass. Es wird auf jeden Fall krass. Wir nehmen euch auf jeden Fall in der ganzen Sache mal so ein bisschen Making-of-mäßig mit beim Musikvideo drehen hier im Studio und hoffen, dass euch das gefällt. Und sehen uns dann gleich drinnen wieder. Genau. Du hast ja auch eine Line, ne? Ich habe auch eine Line. Und ich werde es genießen. Okay, let's go! Hast du dir jetzt ein Bier auf, oder? Nein, ich will eine Cola. Und wenn man hier reinkommt, seht ihr das Mikrofon und hier wird gleich der Song aufgenommen. Das ist gerade das erste Mal, dass ich rappe. Nicht zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Gisela will lieber mit der U-Bahn fahren. War das aggressiv genug? Nein! Achtung, Spinne! Nicht zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Nicht zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Halt deine Fresse! Tch. Gisela will lieber mit der U-Bahn fahren. Gisela will lieber mit der U-Bahn fahren. Alter, das klingt, als ob ich gleich von einem hohen Turm runterspringen will. Das L in deinem Namen steht für Lauch. Rewe, dessen Stimme ohne Autotuning taugt. Ach, wird der Luca jetzt auch gedisst? Alle werden gedisst, so auseinandergenommen wie das jüdische Volk damals. Au, 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 au! Aua! Egal! Du hattest mich nach dem Hallo! Das L in deinem Namen steht für Lauch. Rewe, dessen Stimme ohne Autotunix taugt! Boah, Junge! Boah! 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 Hier! Monster! Geil! Zu gut einfach! Zu gut! Ja. Mit dem Zweikanal willst du dir was dazu verdienen. Die Revi-Gang besteht aus unserer Community. Du dreckiger Untermensch! Hab ich mich gerade in der Zeile verhört? Sag, wieso disst du meine Haare? Wir haben den gleichen Friseur. Hab ich mich gerade in der Zeile verhört? Sag, wieso disst du meine Haare? Wir haben den gleichen Friseur! Hallo Revi! Ha! Ich hab zuerst gedacht, jemand bricht durch die Haustür rein. Aber nein, das war nur ein Eifelfettkloß. Hey Mann! Hallo! Du kleine Anime-Figur. Bei den pinken Ohren rolle ich mich lachend auf dem Flur. Vor der Kamera der Bad Boy, so wie gewohnt. Das hab ich doch genau so gesagt! Aber hintenrum bleibst du der süße Schwiegersohn. Der ist doch nicht süß! Aber hintenrum bleibst du der süße Schwiegersohn. Bo! Aber hintenrum bleibst du der süße Schwiegersohn. Wir wurden mit der Handycam bekannt, Revi. Zum schnellst wachsenden Kanal in diesem Land, Revi. Nicht zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Ich bin Corona-positiv. Abgedreht. Haben wir. Dreh los. Komm raus. Der Montag hat wieder in voller Härte. Wir drehen hier gerade das Musikvideo für unseren Diss-Track gegen Revi Inside. Wie einige von euch wahrscheinlich wissen, hat er auch einen Diss-Track gegen uns beide gemacht. Das fanden wir nicht so nett und deswegen sind wir jetzt hier. Lukas ist auch dabei, der versucht uns heute ein bisschen zu helfen. Ich bin auch dabei. Gut, dass man nichts gesehen hat. Wir versuchen heute ein lyrisches Meisterwerk auf die Beine zu stellen. Wieso siehst du dann aus wie eine Lauchzwiebel und dann irgendwie sowas? Oh shit! Okay, das war krass. Das war krass. Oh shit, du Lauchzwiebel! Und dann am besten noch so. Du gehst jeden Tag ins Studio. Ein krasser Körper wäre dann ja plausibel. Doch wieso redet dein Körper dann einer Lauchzwiebel? Ey, yo, hey, du bitte halt mal die Fresse. Eine Sache, die ich nicht unbedingt noch fragen muss. Ich mach eine Sache, die ich nicht unbedingt noch fragen muss. Oh mein Gott, zwei gezeigt. Ja, ich hab gesagt, eine Sache, die ich unbedingt noch fragen muss. Meine Hände riechen so nach Lauch, ne? Und wirst du den Lauch zu werfen? Mega. Warum bin ich eigentlich jetzt schon hier?
Mein Part kommt irgendwann in 3 Stunden. Okay. Jeder hat die Reif, doch keiner hat Rebe. Komm bei dir vorbei und beenden dein Leben. Du bist ein kleiner Käse, was auf deinen 3 Millionen hängst du schon seit einer Ewigkeit. Peinlich. Das ist so geil. Ich bin voller Energie. La 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 la. Du gehst jeden Tag ins Studio, ein krasser Körper wäre dann ja plausibel. Doch wieso ähnelt dein Körper dann einer Lauchzwiebel? Kannst du noch einen Ticken lauter machen, also ein bisschen. Ey yo Revi, bitte halt mal die Fresse, denn dein Hund geht mit dir Gassi an der Stacheldrahtkette. Und eine Sache, die ich dich unbedingt noch fragen muss: Hast du deinen Hund mal gerettet aus einer Rattenzucht? Okay, ich will jetzt was hören, ne? Junge, warum? Warum? Warum bin ich weg? Ja, die Aufnahme läuft! Okay. Boah, Alter! Entschuldigung, das war der Döner. Denn dein Hund geht mit der Gassi an der Stacheldrahtkette. Und eine Sache, die ich dich unbedingt noch fragen muss: Hast du deinen Hund mal gerettet aus einer Rattenzucht? Peinlich. Sag mal, Schneider, Schere schneidet scharf. Und betont auch beide. Schneider, Schere schneidet scharf. Und betont dabei doch mal so richtig SCH. So, einen noch, dann haben wir's. Hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen? Oder wieso fährst du jeden Mietwagen immer gegen Beton? Der riecht auch nach Revi da unten. Das arme Tier. Der riecht einfach nach Revi. Wir haben übrigens Revi geklaut für das Making of. Den Hund meine ich. Was für Disrespect-Produktion, Alter. Ich will dem Hund jetzt auch nicht zu viel zumuten. Ich hab Valium dabei, das geht. Das Fell in deinem Namen steht für Lauch. Lauch, wie das ist der Lauch. Wir befinden uns gerade bei der nächsten Szene, die wir mit Akani, aka Revis Hund, aufnehmen werden. Akani, danke, dass du dich dafür bereit erklärt hast, hier bei diesem Dreh dabei zu sein. Und wie fühlst du dich? Akani, er ist praktisch schon so ein richtiger Bro im Team mit am Kopf. Ja, also ich glaube, Revi braucht einen neuen Hund. Das ist ab jetzt eine Katze. Wolf, ran ihn rein! Du bleibst für immer bei mir. Was sieht's? Ich töte deinen Hund, Revi. Wir kommen bei dir vorbei und beenden dein Leben. Jeder mag Revi, doch keiner mag Rewe. Wir kommen bei dir vorbei und beenden dein Leben. Jeder mag Revi, doch keiner mag Rewe. Wir kommen bei dir vorbei und beenden dein Leben. Jeder mag Revi, doch keiner mag Rewe. Wir kommen bei dir vorbei und beenden dein Leben. Tag plus minus null, Junge. Perfekt. Tag. Und wie war's? Ja, war normal für mich halt, ne? Das ist Bist du schon aufgeregt wegen deinem großen Auftritt? Das ist ein Kabel vor deiner Linse, du Spacko. Ja, und es ist komplett dunkel, deswegen ich sehe gar nichts. Es ist ein bisschen dunkel hier, wir drehen gerade hier unter einer Autobahnbrücke, man sieht nichts. Bist du aufgeregt wegen deinem großen Auftritt? Eigentlich nicht, aber eigentlich auch schon. Hallo. Hallo, wer? Ich hab deine Mutter bei Facebook. Ja. Nicht. Doch. Doch. Mit 2 Handschuhen. Nein, alles gut. Nein, hier ist gar nichts gut. Nein, ich habe Angst. Vielen Dank auch nochmal an die Person, die uns das hier überhaupt möglich gemacht hat, mit diesem geilen Auto zu drehen. Das war nicht Jan, es war auch nicht Lukas da hinten in der Ecke, sondern dieser Junge hier. Vielleicht kennen ihn einige schon aus unseren anderen Videos, der liebe Quentin, auch ja. Frau Quentin genannt. Bruder, dem gehört eine Schule in Bonn. Weird Flex. Aber Flex. Ja, genau. Danke. Achso, ich denke gleich im Auto. Revi, Gisela will lieber mit der U-Bahn fahren. Revi, das Ende in deinem Namen steht für Lauch. Revi, das ist schlimmer ohne Auto, schon jetzt taub. Die Regeln spielen aus unserer Community. So, ich bin gerade in der Zeit verloren. Also hier drauf gehe ich meine Rolle am ehesten auf. Ich mach Diät. Ey, Mann, die läuft. Junge, fuck mich nicht an. Das ist echt gut, ne? Real Talk, Digga. Wieso bist du meine Haare? Wir haben dir gleich gefressen. Wow, wow, wow. Hey!
Jan, wie hat es dir so gefallen? Ach, also ich hätte es mir deutlich komplizierter vorgestellt. Hallo Inzestkind! Unerhört! Bist du Pastor oder was? Ja! Aber ich dachte, Tim ist der Käseweiß. Schwiegertochter gesucht. Schneidet Schiere, schneidet Schaf. Nicht zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Die steigt dann ein, wenn die Bahn da ist. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces.